bin die Sabine Schäffmann, bin parallel Snowboarderin und bin mittlerweile ja seit 13 Jahren im Weltcup. Alex Bayer, Snowboard-Profi aus Kärnten und ja, schon immer Snowboarder. Ja, mein Erfolgserlebnis weiß ich nicht, das war ja unser Erfolgserlebnis. Wir haben das Glück gehabt, dass wir in unserem Heimat-Skigebiet, wo wir Snowboarden gelernt haben, also nicht gemeinsam, aber wir haben es beide dort gelernt, hat man einen Weltcup veranstaltet für uns, und zwar Sabine, ihr Papa, mit meinem Vater gemeinsam. Und man hat quasi uns den Weltcup veranstaltet, für uns, mit unseren Freunden. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir da dann gewinnen dürfen. Ja, es war schon ein bisschen ein Märchen. Es war schon fast ein bisschen recht, sage ich einmal, wenn man das Rennen für uns veranstaltet. Das wird jetzt da gewinnen. Aber es war auf jeden Fall echt ein cooler Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Heimrennen am Heimhang mit der Family, das organisiert und dann halt noch als Pärchen quasi das Rennen im Team zu gewinnen, ist schon ein Lebensziel, ja. Ja, also Motivation funktioniert für mich auch über Ziele. Es ist immer anders. Heuer zum Beispiel, früher war es so, da bin ich Radrennen mitgefahren und jetzt habe ich wieder voll die Radmotivation geschaffen. Und für mich ist das eigentlich was, wo ich mich genau vorbereite. Ich habe ein Ziel und dann darauf arbeite ich dann auch hin. Ja, wenn man als Sportler aufwächst, quasi, ist man sehr gewohnt. Also man verliert ja deutlich mehr, wie was man gewinnt. Also man hat ja oft das Gefühl, Sportler gewinnen immer. In Wahrheit ist es so, du erlebst ungefähr das 20-fache an Niederlagen, wie was du Erfolgserlebnisse dann hast im Sport direkt. Und ja, man, natürlich auch Verletzungen sind als Misserfolg oft eingeplant bei uns oder eingeplant. Die passieren halt. Normal habe ich immer das Glück gehabt, habe immer zugeschaut, du warst verletzt. Jetzt haben wir das Gegenteil. Ja, also wie gesagt, man muss halt das schon einkalkulieren. Es ist halt part of the game ein bisschen. Ja, man kann halt also sich, sag ich mal, aus diesen schlechten Erfahrungen dann auch immer Energie ziehen. Und ich glaube, das ist dann das Wichtigste, dass man da was findet, sag ich mal. Nicht jeder Tag ist schön im Sport. Also das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Das ist ja so wie bei jedem in der Schule oder bei jedem in der Arbeitswelt. Manchmal muss man halt einfach auch durch. Und ja, das gehört genauso dazu. Es gibt auch schlechte Tage, es gibt auch beim Rennen Tage, wo nicht alles perfekt ist. Da muss man sich einfach motivieren und dann quasi wirklich, das Ziel darf man halt nicht aus den Augen verlieren. Ja, und manche Sachen kann man auch nicht steuern, sage ich mal. Manchmal gibt halt Äußeres ein. Ich finde, da ist dann halt auch wichtig, damit umzugehen.